Ladies and gentlemen, are you ready? Herzlich willkommen, total und richtig herzlich willkommen beim Sondersender Nordrhein-Westfalen Ultra D Web TV. Hier bei Facebook, bei YouTube, wo sonst? So, Web TV. Ladies and Gentlemen, die Schauspieler haben aufbegehrt. Einer sagt, ich kehre nicht zurück. Die anderen haben sofort gelöscht und so weiter und so fort. So, es gibt einen Küpperbusch TV. Küpperbusch TV war mal beim WDR und der hat richtig draufgehauen, umgehauen, weggehauen. Der hat sich richtig bei YouTube beschwert, damit das endlich alles wieder läuft, wie es läuft. Ihr habt festgestellt, in der Welt der Pandemie könnt ihr halten, wie ihr möchtet. Die einen lassen, die anderen lassen nicht und die anderen gehen auf die Straße. Es ist der 1. Mai. Der 1. Mai im Jahre 2021 und die Leute machen, was sie machen. So, wir haben natürlich ganz viel Kundschaft, denen wir geholfen und denen wir auch weiterhelfen werden. So, was wir nicht haben mehr ist halt, ja, die Kunst. Ich werde gleich jemanden noch anschreiben, weil ich doch gerne seine Kunst haben möchte, denn er hat einen Film gemacht, die drei von der Bank, habt ihr vielleicht gesehen, die Ostfriesen, ja, die Ostfriesen auf der Bank. So, das möchte ich euch dann auch vorstellen. Ich werde gleich, sobald ich zu Hause bin, diese DVD bestellen. Ja, ist kostengünstig. Mal gucken, ob Nachname, keine Ahnung, ich muss mit ihm korrespondieren, ich muss mit ihm sprechen und dann schauen wir mal. Na, ich werde mir also diese DVD gleich bestellen. Dann werde ich mir sicherlich auch im Mai anschauen. So, was haben wir? Wir haben Pandemie, wir haben neue Gesetze, wir sind, was wir sind. Das soll man dazu sagen. Ne? Ja, ich meine, ihr merkt schon, ich kann also gar nicht viel berichten. Ich weiß nicht, was der Mai 2021 uns bringen wird. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich wirklich nicht. Ja, über Star Wars brauche ich nichts erzählen. Gibt kein Star Wars. Über Disney brauche ich nicht erzählen. Bei Disney passiert auch nicht allzu viel. Merkt ihr? Allzu viel passiert nicht. So, die Niederlande. Also wir haben heute hier philosophiert. Die Niederlande ist ja nicht allzu weit weg von hier. Die haben auf. Nur rein dürfen wir nicht. Und jetzt frage ich euch. Wir sind doch EU, ne? Europa. So, wenn jetzt ein Land das macht, dann stimmt doch was mit Europa nicht, oder? So, wenn ich in Europa Schengen-Abkommen und was weiß ich nicht alles nicht reisen kann, wie ich reisen durfte und was weiß ich nicht alles, hallo? Dann müssen wir doch Europa auflösen, oder nicht? Ja? Also umsonst hat Deutschland sicherlich nicht so viele LKWs mit neu gedrucktem Geld bei sich eingebunkert. Irgendwas stimmt nicht. Was nicht stimmt, wissen wir selber nicht. Aber ab September wissen wir mehr. Und ab Oktober erst recht. So. Durch die Pandemie haben wir Pech. Durch die Pandemie treffen Freunde sich nicht. Ja. Ist halt so. Es ist Mai. Ihr habt sicherlich gefeiert vorm Fernseher. Ne? Oder ich habe eine eigene Disco für euch gemacht, ja? Komm, lass uns ganz viele Stühle zusammenstellen hier und dann um die Stühle oder mit den Stühlen und dann haben wir Mai gefeiert. Hat oder ist irgendwo ein Maibaum zufälligerweise hingestellt worden? Beispiel auf Deutsch, es fehlt uns was. Es fehlt uns die Zeit vor Corona. Wir sind jetzt in der Zeit von Corona und in der Zeit können wir alles knicken. Wirklich, wir können alles knicken. Wir brauchen uns gar nicht aufregen, es ist, wie es ist. Und ich muss ehrlich gestehen, ich vermisse die schöne Zeit vor Corona. Jetzt in der Zeit von Corona kann ich einfach nur sagen, wenn es so weitergeht, kann ich ja bald 24 Monate sagen, Corona. Jetzt sind es 14 Minuten, also noch 10 Monate, ich weiß nicht. Kein Kino? Weiß ich nicht. Seid ehrlich. Vermisst ihr Kino? Und warum vermisst ihr Kino? Vermisst ihr euer Restaurant? Welches Restaurant vermisst ihr? Hm?
Vermisst ihr wirklich tatsächlich ein Hotel? Seid ihr wirklich viel unterwegs? Seid ihr überhaupt unterwegs? Ich bin gerade gefragt worden, fliegen die Flieger? Mag sein, dass die fliegen, aber ich weiß noch nicht, wohin. Ja? So, ich lese nur Hiobsbotschaften. Ihr lest Hiobsbotschaften. Ja? Ein Herr Lauterbach, ein SPD-Großmogul, erklärt uns, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Genial. Ja? Ein Herr Drosten erzählt uns was von Pandemie und was weiß ich nicht alles. Jetzt gerade gelesen, in Köln sind 29 Personen an B1 Rhabarberkirchen 3.1 erkrankt. Und dann sind zwei irgendwo in Köln am Rumschwirren, die angeblich an irgendwas Neues, 3. was weiß ich, 3. keine Ahnung, was das für eine Krankheit sein soll. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. So. Ein Virus hat es immer gegeben und wir sind aufgewacht in einem Diktat. Wir haben noch keine Diktatur, aber wir haben ein Diktat. So, Niederlande sagt, du kannst mich mal. Und wenn man genau hinschaut, richtig drumherum schaut, alles ist frei, Spanien sogar, Italien sogar, nur wir nicht, bei uns nicht. So, und noch einmal. Wenn wir wirklich zulassen, dass wir hier wieder sowas machen wie damals. 1928 haben die Leute es verpasst. 1928 haben die Leute es wirklich tatsächlich verpasst. Was 1933 dann geschehen ist bis 1945. So, im Mai 1945 haben wir die Waffen gestreckt. Im Mai 1945 hatten wir die Ausgangssperre. Da gab es ein Zettelchen, Ausgangssperre, und musste eingetragen werden. Und mit diesem Passierschein durfte man raus. So, wenn wir wieder Passierscheine bekommen, um irgendwo hin zu dürfen, wenn ein Herr Söder das machen kann, was er in Bayern macht, warum steht ein Bayer dann nicht auf? Ich verstehe Bayern nicht. Ja? Da muss man wirklich fragen, wieso das so ist. So, hier in Nordrhein-Westfalen ist ja noch okay. Aber dennoch, man sieht seine Freunde nicht mehr. Die Freunde können nicht vorbeikommen, weil wegen der Ausgangssperre. Keiner reist an für 15 Minuten und reist dann wieder ab. Dafür ist der Spritpreis viel zu teuer, viel zu hoch. Ist so. So, wir haben gerade philosophiert. Ja? 3 Bananen, ein Obstsalat und dann noch ein paar Sachen waren 10 Euro. Jeder erschreckt sich, wenn er einkaufen geht, wie teuer es plötzlich ist. Die Preise sind explodiert. Ja? So. Wenn du einkaufen gehen möchtest, brauchst du einen sogenannten Passierschein, sag ich jetzt einmal. Na, so, dieser ist dann gültig für 24 Stunden, was totaler Blödsinn ist, weil 12 Stunden bist du zu Hause und 12 Stunden hast du Zeit irgendwo hin. So, du hast 12 Stunden Zeit, ja, irgendwo hin. So, dann kannst du deine Sachen da erledigen. So, gerade eben haben etliche einen Anruf bekommen, dass sie jetzt am Mittwoch, den 5.5. bekommen die ihre Spritze. Die erste, und andere bekommen bald die zweite und so weiter. Ich meine, es ist nicht so schlimm im Moment, wie ich ständig lese im Netz. Noch sind alle okay hier. Einen habe ich dann, der mich tagtäglich hier besucht als Kunde, der tagtäglich am Computer sitzt und arbeitet. Da werde ich ja sehen. Da werde ich sehen, was wirklich tatsächlich passiert dort. Ne? Und da kann ich dann berichten. Dann kann ich berichten, ups, dem ist was geschehen. Ich will es nicht hoffen. Ne? Ja, okay, darum geht es aber nicht in dieser Sendung. In dieser Sendung wird sich verabschiedet von der Zeit vor Corona. Ich bedauere sehr, dass die Schauspieler leider auch irgendwie abdriften und dass wir uns verändern. Das ist ein Problem, das sehe ich. Wir verändern uns und das macht einen traurig, dass es nicht mehr so ist wie früher. Wir hatten so viel Spaß gehabt. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich auch gerade vor diesen Dreharbeiten, die ich jetzt hier gemacht habe, vor dieser Sendung, die ich mir ausgedacht, wirklich wieder Spaß hatte. Ja, das ist okay. Ich vermisse den Spaß, ich vermisse wirklich die Zeit vor Corona. Ja, da ging alles, da konnte man vieles machen. Aber jetzt, wo wir kein Kino, nichts haben, wo wir hingehen können, wieso auch, weshalb auch, warum auch, bringt ja nichts. Ne? Ja. Okay, ich begrüße euch total recht herzlich.
beim Sondersender hier im Medienhaus Ultra Web TV. Ich begrüße euch. Lasst euch sehen, lasst uns was machen. Ab Mai, ich hoffe im Jahr 2022, also heute in einem Jahr, hoffe ich, dass ich nochmal so eine Sendung machen kann, so eine, und dann ein Replay ziehen kann wie vorher. Ne? Ja, versuche ich, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass im Jahr 2020 das Wetter genial war, super warm, wir saßen im Oldtimer, fuhren wirklich durch die Stadt Essen, wir hatten richtig viel Spaß und jetzt weiß man nicht, ob der überhaupt noch lebt. Ich weiß gar nicht, was der andere macht, ich weiß nur, dass einer sich jetzt hat spritzen lassen und wegen der Spritze bleibt er natürlich zu Hause. Noch hat er keine Nebenwirkungen, sagt er. Werden wir merken. Na, okay, ich weiß auch nicht, was er bekommen hat. Weiß ich nicht. Das soll mir auch egal sein. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, man erlebt sich im Mai. Ich hoffe wirklich, heute in 12 Monaten, dass wir wirklich tatsächlich das Ganze vergessen können. Dass zwar eine neue Zeit beginnt nach Corona, denn vor Corona, die Zeit ist vorbei. Ladies and Gentlemen, are you ready?